heute bei Martin Merz in Ägeri. Er ist die erste Saison mit dem SIP 1100er Kreisler im Einsatz. Danke, Martin, dass wir vorbeikommen dürfen. Darf ich fragen, wieso hast du den SIP Kreisler angeschaut? Es war so, dass unser alter 6er Kreisler kaputt gegangen ist beim ersten Schnitt und wir darum etwas Neues gesucht haben. Wir sind uns dann nicht ganz sicher gewesen, was von der Größe her passt und haben bei der Firma Sepp Knüssel angefragt, ob wir mal etwas ausprobieren können. Wir haben dann den 1100er bekommen und gerade behalten, weil er so gut passt. Ich weiss, du bist mit verschiedenen Traktoren im Einsatz, von Fendt bis auch ganz leichte Traktoren. Wie geht das? Das geht sehr gut. Durch die gezogene Variante des Kreisler haben wir kein Problem mit dem Gewicht und der Achslast. Also wir fahren mit dem alten Fiat 80 PS ohne Probleme. Wir können auch so auf die Strasse, weil eben das Gewicht stimmt. Wir können den Kreisler individuell auf den Traktor anpassen. Wir haben die hydraulische Höhenverstellung drauf. Also wenn ein kleinerer Traktor ist, kann man vom Traktor aus einstellen, wie tief das der Kreisler das Futter zusammennimmt. Und das funktioniert sehr gut. Ja. Wie ist das gerade mit dem kleinen Traktor beim Bremsen? Hast du da Mühe oder geht das gut? Das geht sehr gut. Der Kreisler hat eine bremsende Achse drauf. So können wir auch mit den kleinen Traktoren in den Högerinnen kreisern und haben nie ein Problem, dass uns der Kreisler stößt, weil wir den eben eigentlich mitbremsen können. Mhm. Wie ist es von der Bodenanpassung bei einem so einem breiten Kreisler? Auch die Bodenanpassung funktioniert sehr gut, weil eigentlich jeder einzelne Kreisler an einem separaten Arm ist und sich so individuell am Boden anpassen kann. Und durch das haben wir eine sehr genaue Bodenanpassung, auch bei unebenen Flächen. Okay. Ich weiss, du hast Grundstücke nicht alle beieinander. Du musst auch zwischendurch auf die Strasse. Wie ist das für dich? Zusammenklappen, auseinanderklappen, wieder auf die Strasse fahren. Wie läuft das? Das läuft sehr gut. Zusammenklappen und auseinanderklappen kann ich eigentlich während dem Reinfahren ins Feld. Der Vorteil des gezogenen Kreisler ist, wie ich gesagt habe, schon das Gewicht, das wir im Griff haben, auch bei den kleinen Traktoren. Und aus meiner Sicht ein Grund für einen gezogenen Kreisler ist auch, dass wenn ich den zusammenklappe, habe ich alles sauber versorgt hinter diesen Schützen. Also ich kann mit dem auf die Strasse und muss keine Bedenken haben, dass ich irgendwie halblegal oder illegal unterwegs wäre. Es ist alles richtig versorgt. Zudem kann ich den Kreisler einlösen auf 40 und bin so auch zügig unterwegs auf der Straße. Super, danke vielmals, für dass wir vorbeikommen dürfen. Danke für deine Kundentreue und deine offenen und ehrlichen Antworten. Danke vielmals.